Einen wunderschönen guten Abend hier am Samstag zu einem Showcase-Run von Dreams, vom kreiert vom lieben Panic Dream. Ich darf euch hier, Chat, recht herzlich begrüßen und neben mir, wie immer, eine vertraute Stimme, der Mo. Mo, hallo. Ja, Glück auf, Leute. Glück auf, Gizmo. Ja, wie ihr schon gehört habt, heute Dreams und der Gizmo hat mir vorhin verraten, dass er bei dem Hack Playtester war, also habe ich heute wirklich einen sehr guten Co-Kommentator, der uns vielleicht noch den einen oder anderen Einblick geben kann, vielleicht ein paar Sachen, die er so gesehen hat, wo er darauf hingewiesen hat, und lasst euch überraschen. Ich denke, das wird ein schönes Race, ein schönes Showcase, und ich hoffe, ihr schlaft nicht ein bei dieser beruhigenden Intro-Musik hier. Ja, die ist wirklich sehr beruhigend, aber der Hack ist nicht zu unterschätzen tatsächlich. Also gegen Ende hat das wirklich in sich. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es ausgeht. Ja, und zwei der Teilnehmer finden sich auch in den Top 11 des Leaderboards. Das ist der Lackwurst und der Pyradante. Pyradante auf Platz 6 der Weltrangliste von dem Hack und Lackwurst auf Platz 11. Ja, also ich muss sagen, auch der Rest vom Leaderboard hier von den Weltrekorden sieht ganz gut aus. Also die ersten drei Plätze deutsch. Da sind wir gut dabei und wir starten hier schon rein. Genau, wir starten schon rein mit dem ersten Level. Und da kann ich auch gleich dazu sagen, das war tatsächlich eines der letzten Level, die der Panic Dream witzigerweise gebaut hat. Welches das erste, das zweite war, sage ich nachher auch noch. Und hier in diesem Level versteckt sich auch so als kleiner Fact am Rande sogar schon meine Shoutout-Röhre. Mhm. Ja, hier mussten wir den Miffner schon mit zwei Toten sehen. Aber auch der Legendary ein Tod hinterher. Auch der Lackwurst. Ja. Nur Pyradante schon im Ziel. Dieses Level sieht irgendwie recht simpel aus, aber es ist letzten Endes dann doch irgendwie eine Regrap-Hölle. Also ich finde den Hack rundum auf jeden Fall sehr schön gemacht. Es gibt nur eine Stelle, die werde ich schon immer benennen, da finde ich den Soundtrack nicht so richtig passend. Ich nehme an, das war deine Shoutout-Röhre da. Nee, die genau, diese MMA. Gelbe. Richtig, genau. Aber da wird jetzt wahrscheinlich kein Racer reingehen, was ich ja verstehen kann. So, mitten hat er auch schon im Ziel. Ja, und der Pyradante hier schon in Leave Me Alone. Leave Me Alone war dann tatsächlich das zweite Level, das der Panic Dream gebaut hatte. Welches ich auch schon sehr verflucht habe. Ich glaube, wir können den Ton mal auf den Pyradante umlegen. Habe ich gerade schon gemacht. Wollte auch gerade. Ja. Und da gibt es jetzt eben eine Speedstrat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er sie gerade genutzt hat oder nicht. Das geht hier irgendwie alles gerade so schnell. Ja, wie so, ich auch schon mal erwähnt habe, in einem Showcase, also mit vier Leuten, da auf jeden den Blick zu haben. Ja, das ist recht schwierig. Aber ich bin mir sicher, Lackwurst wird seine neu entdeckte Strat nutzen, und zwar wahrscheinlich genau jetzt. Oh nein, er nutzt sie nicht. So, und Pyradante dann hier in dem, oh Gott, wie heißt er, Deadly Temple. Und das war tatsächlich das erste Level. Mit diesem Level ging der Hack los. Ich weiß ja nicht, wie publik Lackwurst seine Stretch schon gemacht hat, aber ob er die vielleicht sogar etwas geheim halten will. Nee, die steht auf Discord. Also die steht sogar auf Discord. Die konnte jeder nachlesen. Okay. Und zwar, vielleicht sehen wir es jetzt gleich bei Midna sehen wir sie nicht mehr, da ist auch schon über den Punkt hinweg. Ja, bei Legendary werden wir es dann nochmal sehen. Der hat mal kurz einen Freeze drin, weil er ein bisschen früher war von der Zeit. Wenn ihr am Deadly Temple am Anfang, wenn man da auf den ersten Galumba springt zum Beispiel, dieser Sprite-Killer dann, der den Goomba dann sozusagen dahin streckt, das war auch eine Idee von mir. Da war am Anfang erst keiner. Und da habe ich gesagt, Paddock, das geht nicht. Der muss sterben, wenn man nicht schnell genug ist. Ja, der Pyradante zieht ja wirklich davon. Ja, sechster Platz auf der Weltrangliste ist halt auch nicht unverdient.
Der wird den Hex schon gut kennen und ist hier schon bei den Moles. Ich muss sagen, das Level hat auch einen sehr guten Flow. Ja. Also dieses Mole-Level tatsächlich, das war für mich auch das erste Mal, dass ich mit diesen grünen Boostern in Verbindung kam. Oha, und da stirbt der blöde Mancha, der Legendary. Am Schluss leider von dem Level, er war so gut wie im Ziel. So, Midnight's auch am Ende vom Deadly Temple und geht jetzt auch ins Mole Level. Der Legendary lässt sich da etwas Zeit. Aber ich sag mal so viel, noch ist das Castle nicht beendet. Ja, ich habe im Weltrekord-Run von Sakaya gehört, wie er gebetet hat, dass die Wüste funktioniert. Wir haben auch wieder einen Poké-Desert, der hier etwas anders heißt. Aber ja. Da gibt es wahrscheinlich auch genug Probleme, die auftreten. So, Pyradante jetzt tatsächlich in einem meiner Lieblingslevel. Das müsste Underground als Titel haben. Ein Motorskill-Level war auch der erste Kontakt für mich mit Motorskills beim Playtesting, aber hat richtig Spaß gemacht. So, mit einem Checkpoint von Mole Plague. Auch der Lockwurst joint dem Underground. Ja, und Legendary scheint hier ein paar Probleme zu haben. Mit Leave Me Alone. Und geht jetzt ins Swamp Castle. Das hat der Panic Dream tatsächlich auch recht früh gebaut, das Swamp Castle. Da hatte er noch gar nicht so viele Level. Das war, glaube ich, dann das vierte oder fünfte, was er gebaut hatte. Ja, liebe Leute, und so nebenbei, wir haben jetzt schon ein paar der Viertelfinale feststehen. Das wäre Freitag, der 10. Dezember, 20 Uhr und Sonntag, der 12. Dezember um 18 Uhr. Aber es kann jederzeit noch ein Match dazwischen kommen. Ihr müsst die Augen aufhalten. Der Rudi postet bestimmt gleich, wo ihr das noch nachlesen könnt, wann welches Match kommt. Dass ihr auch keins verpasst, sollte plötzlich doch eins Montag oder Dienstag reinkommen. Aber Mo, ich bin ja echt mal gespannt, welches Level du nicht so magst. Vom Soundtrack her. Ja, war genau, vom Soundtrack her. Das, genau. Da bin ich echt gespannt mal noch. Also, was heißt nicht mögen? Der Soundtrack, der ist halt in vielen Hacks verbaut, aber ich finde ihn halt nicht wirklich passend zum Level. Okay. So, der Pyradante jetzt in der Rotzwüste. Namensgebend hier war tatsächlich der liebe Joker, der das Level einfach mal, wo er es geplaytestet hatte, einfach Rotzwüste genannt hat und den Namen hat das Level dann einfach behalten. Ja, so wo ich hier das erste Mal reingeschaut habe, ist sehr verwirrend alles. Also dieses Screen, wie nennt man es? Screen Wraps? Mhm. Auf jeden Fall, das Durchfallen und von oben wiederkommen, das muss man erstmal durchschauen. Wahnsinn. Ja, beim ersten Mal spielen ist es wirklich Rotz, aber beim zweiten oder dritten Mal, da geht's eigentlich dann schon. Und da ist er schon durch, der Pyradante. Das ist der Pyradante durch, aber der Lackmus, der ist dicht auf den Fersen. Ist auf den Fersen, ja, das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Während Gary hier noch mit den Moles tanzt. So, da ging bei mir jetzt gerade das Telefon. Mhm.
Weg im GRE 1 großen Sprung gemacht. Dadurch nicht an den fliegenden Blocks vorbeigekommen. Ja, mit einer ist auch schon in der Wüste. Jetzt holt er auf zu Lackwurst. Midna, sie sind gar nicht mehr so weit. Midna und Lackwurst gar nicht mehr so weit auseinander. Oh, da ein blöder Tod von Pyradante. Aber ich glaube, der Vorsprung ist mittlerweile schon so groß. Dürfte jetzt groß nichts mehr ausmachen. Mich als Kaizo noch nicht so erfahrenen Spieler wird auf jeden Fall die Shellchamps hier fertig machen. Oh, dann warte mal noch die kommenden Level ab. Ja, ich weiß schon, ich weiß noch, was kommt, aber ja, es ist... Eben das Level, wo der Pyradante drin war, das war, glaube ich, auch das dritte dann, was der Panic gebaut hat. Also sie sind nicht in der Reihenfolge tatsächlich auf der Overworld, wie er sie gebaut hat. Gotham City, wo er jetzt Pyradante jetzt reingeht, war auch eines der letzten dann. Und der Pyradante mit einer falschen Eingabe. Aber der hat doch wirklich noch viel Zeit, einen Level Vorsprung zu dem Lackwurst. Wobei dieses Level hier, Gotham City, ist auch in sich hat, wenn dann eine Taste dazukommt in Form von L und R, das muss man auch erst beherrschen. Ja. Yoshi braucht heute nur ein Race, also heute ein ganz kurzer Stream. Je nachdem, wie lang sich der letzte Leute hier Zeit lässt. Aber wenn die Leute Lust haben, habe ich vorhin Roti schon gefragt, dann könnt ihr auch gerne noch zum Interview kommen. Ja, und da sind wir mal gespannt, was die uns dann so erzählen. Ja, ich hoffe nur Positives. So, jetzt kommt bei Pyradante mein Hasslevel. Ja, das klingt schon sehr nach Shellchamp. Genau, ist es auch. Lackwurst startet jetzt auch in Gotham City. Legendary aus dem Underground jetzt raus. Und mitten an dem Level, wo ich den Namen jetzt gerade nicht weiß. Ach, könnte ich dieses Level mal nur so flüssig spielen wie der Pyradante. Ja, das... Das wünscht sich, denke ich, jeder, der hier zuschaut und im Kaizo noch nicht so erfahren ist, aber... Mit Sicherheit. Ja, da steckt auch viel Übung dahinter. Und genau hier ist das Level, wo mir der Soundtrack halt nicht so passend vorkommt. Oh, das tut weh, Mo. Das tut weh. Ist halt für mich kein Soundtrack für diese Art von Level. Das tut sehr weh. Den habe ich nämlich vorgeschlagen. No. Ja, den Soundtrack an sich mag ich ja, aber... Ich weiß gar nicht, wo kommt der Soundtrack sonst immer vor? Ist nicht... Wo kommt der sonst immer vor? Bin mir gerade unsicher. In der Batcave zum Beispiel von Quickie World 2. Ja. Da ist er auch. Tja, habe ich mir doch das Perfekte rausgesucht für meinen Co-Kommentator. Ich
Ich habe nämlich genau in zwei Leveln den Soundtrack vorgeschlagen und ich habe schon so drauf, bitte keins, wo es ich war. Naja, das ist ja auch alles Geschmackssache, ne? Das ja, können ja die Viewer, die Racer anders sehen. Richtig. So, Pyradante jetzt in dem Level mit den Walljumps. Fürchterliche Mechanik in meinen Augen. Bin mir gerade unsicher, bei den Walljumps muss man da abspringen oder wird man da selbst zurückgebounced? Nee, man muss abspringen. Muss abspringen. Ja. Aber irgendwie muss man noch die Richtungseingabe dabei halten und ich habe sie selber noch nicht so ganz verstanden, wie sie funktionieren. Ich quäl mich auch noch durch dieses Level als durch, weil ich einfach nicht weiß, wie das gescheit funktioniert. Für unsere Zuschauer, was passiert, wenn man einfach nur an der Wand, an dem Wallclip, an der Wand dort rechts drückt? Bleibt man da stehen oder rutscht man da runter oder fällt man? Was würde da passieren? Ich weiß es, aber lassen wir den Chat mal. Ja, Yoshi braut Fettnäpfchen, bin ich ganz gut. Ja, der Plattformer, wo der Pyradante jetzt drin ist, auch ein recht frühes Level gewesen, was der Panic gebaut hatte. So, Lackwurst jetzt fertig. Nur in welchem Level habe ich jetzt nicht gesehen? Ah, das war Rexen86. Da in dem Rexen86 war übrigens im Densen seine Shoutout-Röhre. Da konnte man sich mit der 86 fast schon denken. Genau. Und ich meine, in der Rotzwüste ist im Joker seine. Ja, das wäre natürlich sehr passend. Ja. Wenn der Namensgeber da geshoutoutet wird. Genau. So, Midna jetzt auch in Rexen86 und da wäre die Shoutout-Röhre gewesen. Man hätte nur den Shelljump statt nach rechts, hätte man ihn nach links machen müssen. Und da, wo jetzt der Lackwurst war, hätte man auch hoch müssen. Aber welche Shoutout-Röhre war denn dort? Hat Fransen vielleicht noch eine? Das könnte sein, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade selber nicht. Aber Pyradante spielt hier wirklich souverän durch. Aber wir sind schon nicht auf seiner besten Pace. Und jetzt hat Pyradante auch in dem Level, wo ich den Soundtrack vorgeschlagen habe. Das finde ich natürlich wieder gut, weil, ja, ist halt Yoshi, ne? Ja. Das ist der Yoshi-Soundtrack überhaupt. So, für meinen Geschmack. Mhm. Ja, vor allem habe ich das so ein bisschen von Baby Kaiser World an der Daughter's Rope Level abgeguckt, habe gesagt, Mensch, du hast doch da auch Ropes, nimm doch den. Das wäre jetzt auch so eines meiner Lieblingslevel tatsächlich, was der Pyradante fertig hat. So, und jetzt werden wir dann sehen, wie schnell Pyradante da durch das Castle rennt. Ja, und plötzlich ist Pyradantes Timer wieder grün. Das heißt, wir können von ihm hier theoretisch... Ich spreche nicht aus, aber... Ich wollte es gerade sagen. Wobei das mir jetzt schon wieder irgendwie falsch vorkommt, weil Pyradantes Weltrekordzeit 18,7 ist. Und jetzt der Timer... Und der Timer wieder rot geworden. Das heißt, eine Sub 18 hat er als PB. So sieht's aus. Aber er macht das hier echt klasse. Kann man gar nichts sagen. Ja. Meg und Gary jetzt in Gotham City. Lackwurst the sky to the limit.
und Midna jetzt raus aus Get Out. Und geht jetzt ins Geisterlimit. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ist Pyridante gestorben gerade? Nee. Nein, stimmt, jetzt ist er nämlich fertig. Wahnsinns-Run von Pyridante. Ja, wahnsinnig, wirklich. Und leider. Kein Bosskampf. Was den Heck, finde ich, auch schon wieder ein bisschen sympathischer macht. Es muss ja nicht immer mit einem Boss enden. Aber wie ist dann die Hintergrundgeschichte? Wofür nimmt Mario die Strapazen auf sich? da hatte mir der Panic tatsächlich auch so eine Geschichte erzählt, auf was er das aufbauen wollte. Und zwar, dass Mario eben sich auf einmal in diesem Dreamshack befunden hat. Und eigentlich sollte es so werden, dass Mario am Schluss einfach aufwacht und es einfach so, ach Gott, es war alles nur ein schlimmer Albtraum. So sollte das eigentlich mal enden, aber er hat es leider nicht umgesetzt. Also diese Passage, die fehlt leider. Ja, der Pyridante hier als erster im Ziel und wie ihr hört, schalten wir zu Midna sind wir geschalten. Midna, richtig. Ja, von dem sehen wir jetzt auch gefühlt noch ein bisschen mehr, bevor wir jetzt bei Lagwas nach einer halben Minute wieder umschalten müssten. Stimmt, Lagwurst schießt da ja auch gerade durch das Castle. Ich finde diese Witch-Doctor-Anspielung in diesem Lied so gut. Ah, da scheint der Lagwurst aber ein bisschen Probleme zu haben. Das Fiese an dem Castle ist halt auch, dass nur nach jedem zweiten Raum es einen Checkpoint gibt und nicht nach jedem. Was das Castle natürlich noch ein bisschen schwieriger macht, weil im schlimmsten Fall muss man einfach noch einen zweiten Raum wiederholen. Ja, das hat man ja öfter in Schlössern bei Super Mario Hex, aber das sind meistens auch die Räume ein bisschen kleiner. Wenn man da bedenkt, Panic wollte eigentlich einen Checkpoint erst in der Mitte machen, also nach dem dritten Raum und danach dann gar keinen mehr. Ich habe ja zu ihm gesagt, Junge, das kannst du nicht tun. Sag ich, mach nach jedem einen. Ja, und irgendwie haben wir uns in der Mitte getroffen dann. Ja, und auch der Midna jetzt im Castle. Und der Lagwurst, glaube ich, gerade fertig geworden. Ja, genau. Lagwurst schalten wir auch auf fertig. Ach, und Legendary in meinem absoluten Lieblingslevel. Besonders wegen der Musik? Ja, genau. Besonders wegen der Musik. Jetzt haben wir beide in groß. Jetzt könnt ihr auch mal wieder was erkennen auf dem Bildschirm. Ich denke für alle Handynutzer auf jeden Fall sehr schön, dass wir jetzt zwei große Bildschirme haben. Ja, das ist auch ein sehr fieser Shelljump an der Stelle. Weil man da noch mit dem Motorskill noch kurz umschalten muss zwischen dem Naked und da, wo man herkam. Gar nicht so einfach.
Und hier sehen wir es, wie gemein der Checkpoint gesetzt ist. Nämlich gar nicht. Ja, in der Mitte hängt an einer Stelle, die ich nur zu gut kenne. Ich kann das gerade so nachfühlen bei ihm. Das ist halt auch dann so verwirrend, wenn man die Augen mit auf der gespuckten Flamme hat und da diese Bowser-Flammen versieht. Auf diese On-Off-Switches, bevor man da dann losfällt. Die waren im Playtesting auch nicht da im Castle, wo ich auch gesagt habe, Panic, das kannst nicht bringen, lass doch die Leute mal kurz 2 Sekunden umgucken, was überhaupt los ist, bevor sie runterfallen. Ja, das ist leider auch viel zu oft in Hex, dass man da von Start aus keine Zeit hat und dann erstmal gefühlt 10 Tote sterben muss, bis man was überhaupt die ersten Sekunden los ist. Genau, bis man es einfach verstanden hat. Ah, der Legendary nimmt wieder einen Tod mit. Ärgerlich, ärgerlich. Ah, ich hab zu lang gehalten. So, Midna ist auch durch. Midna schafft's auch. So, Gary, gib Gas. Ja, oder lass dir Zeit. Wir haben Zeit. Oder das. Sonst wird's ein ganz kurzes Rennen. Oh, es sieht der Legendary, wie das alle fertig sind und will das hier gar nicht weiterspielen. Doch, er spielt. Sehr schön. Ich hoffe, er spielt weiter. Ah, er hat fix den anderen ein GG gewünscht. Und gesagt, er braucht noch ein bisschen Zeit. Und die Zeit geben wir, da jemand auf fertig geklickt. Die Zeit bekommt er, dann können wir jetzt nämlich den Hack hier alle zusammen noch ein bisschen genießen. Genau. Und wir sehen in Ruhe, wo die anderen hier übelst durchgerast. Genau. Am Anfang immer dreimal den Wall Jump gemacht, bis ich mal festgestellt habe, oh, es reichen ja auch 2.